Mit God of War Ragnarök. Jetzt geht's weiter. Wir müssen die Mission machen von dieser kleinen Zwergin. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Aber wir müssen ja irgend so eine Kugel suchen, das weiß noch. Und ja, stellen noch kurz den Chat rein. So, und da ist zum ersten Mal wieder so eine Hexe. Oder wie die geheißen hat vom letzten God of War. Die was da vorne rumläuft. Die muss ich hinab. Fuck, ein Leben irgendwo. Schon. Ich mach die Nachmache. Das darfst du nicht mehr. Freundin oder Freundin. Geht ja. Dachte ich schon, ich sterbe. Müssen wir wieder warm laufen jetzt. Ein paar Minuten. Was für eine Torheit. Wieder ein Geist. Die Seele kann nicht ruhen, bis sie es tut. Was ist los? Ich starr. Und ihr werdet mir helfen. Natürlich, Gunhild. Doch zu welchem Zweck? Gunhild. Als Einherjahr kam, mussten wir uns irgendwie lieben. Mein Vorschlag war, Seldon. Ich verstehe deine Verzweiflung, aber das war töricht. Eindeutig. Ich hatte das Glück, getötet zu werden, bevor mein Geist verdarb. So wie ihre. Ihr müsst sie befreien. Natürlich. Seder, okay. Die ist so schonungslos. Eine Qual für diese armen Seelen. Dann schenken wir ihnen den Tod. Mitten das sein? Da gibt's echt wieder eine Mission bis zum Moped. Okay, dann machen wir das zuerst, dann das und dann das. Außer es kommt halt noch was dazwischen. Man weiß es ja nicht. Was ist das denn? Oh, man kann da draufklettern. Aber zuerst war ja die Kiste. Okay. Na, ich weiß schon, im Wasser ist das ein Ding zum Drehen. Habe ich ja gestern gesehen. Was war denn das? Ich schätze mal von drüben, wenn ich da kletter, werde ich schon sehen können. Da kann ich nicht drauf, ne? Na, dann gehen wir hier.
Ja. Man kommt da schon an. Noch mehr von Lundas alter Rüstung. Jetzt haben wir fast den kompletten Satz. Komm schon, das fehlt. Wir müssen. Wir haben den Gürtel. Den Kürbis brauchen wir noch. Einen anderen Weg finden. Warte mal, kann ich da. Ja. Ein Weg. Was ist eigentlich mit dem da? So mal nicht. Ah, mit Eis kann man es kaputt machen, die Pflanze. Aber was bekomme ich denn da? Nix. Aua. Warte, wo ist denn dieses Teil, zum, wo man drauf schießen kann? Hä? Ah, da. Ich glaube einmal noch. Ja. War richtig. Eigentlich hier drüben. Da muss ja doch irgendwas sein. Warum kann ich sonst? Ah, hier ist auch eins. Okay. Noch das R. Ich frage mich, wie wir da hochkommen. Hm. Geht nicht. Nicht, wenn die Ranken im Weg sind. Die glaube ich nicht aus, oder? Ah, Topoletten. Machen wir es halt so. Nein, ja, das geht auch nicht. Hier. 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 Hehe. Das fliegt bis daher von den Pflanzen. Nichts. Und hier kann man ja noch gar nicht rüber, nach oben muss es so gehen. Wäre ich gar nicht zurückgekommen. Alles hat sich verändert. Ich bin hier eine Fremde. Das Gefühl kenne ich. Ah, ja. Das Ruhmbach ist da drüben erschienen.
bin X. Jetzt sollten wir an den Hauptort aufgelangen. Aber sie sind da jetzt aufgegangen. Bin schon dabei. Was ist da du? Was da du schießt von denn? Ich habe wohl nicht mitbekommen, dass da irgendetwas. Man gehört habe ich es, aber ich habe es nicht gesehen. Jetzt, man kann ja irgendwie rüber irgendwo. Oder war das nur von drüben? Man kann mit dem Boot da reinfahren. Aber nicht vergessen. Dann, was war das jetzt? Da denn aufgegangen? Muss ich noch mal auf. Ah, geht schneller. Solange sie diese Welt noch heimsuchen, muss ich es auch. Da ist noch so eins, ah, habe ich gar nicht gesehen. Da. Kann ich ein Boot da reinfahren? Jetzt muss da irgendwas halt beim der Regenbogen. Dass ich da rüberkomme, muss ich gleich im Boot da reinfahren und von dort an zurückgehen. Schätze ich mal. Naja. So wird das sein. Na, dann machen wir das mal. Entschuldigung, ich bin nur kurz weg. Je näher wir kommen, desto enger wird es in meiner Brust. Willst du bestimmt weitermachen? Sich der Vergangenheit zu stellen hat seinen Preis. Ich muss es tun. Ich habe schon zu lange mit diesem Schmerz gelebt. Als ihr es glauben könnt, wir waren einmal glücklich. Eine Zeit lang glaubte ich törichterweise, dass der Frieden andauert. Vielleicht war das mein Fehler. Ich wollte nur meine Familie beschützen. Daran ist nichts Schlimmes. Ja, im Bereich. Es muss da sein. Ich habe trotzdem versagt. Ja, komplett blöd, wenn ich da jetzt beim Jump, weil das ist ihre Mission.
Und sie soll ganz nach hinten und dann wieder von ganz nach hinten dann wieder herkommen, zu Fuß durch die ganzen Steine und Klippen. Ich weiß nicht, dass ich dich besiegt hätte. Was? Im Kampf, wenn Atreus nicht da gewesen wäre. Mag sein. Wir könnten das wiederholen, es herausfinden. Würde ich lieber nicht. Kann ich mir vorstellen. Aha. Ich von da. Ihr zwei, gibt es noch mehr darüber zu erzählen, wie Freya von der Asenbande verbrannt wurde? Also, das reicht erstmal. Auf was probieren. Ich repariere meine alte Rüstung gern für euch. Hey. Danke. Wenn ich von da rüber schieße. Wir wissen circa, wo dieses Ding ist. Ich müsste da genau durchschießen. Das ist da. Ist es das da? Okay. Oh ja, sicher ist das. Sicher. Sehr, sehr. Ja. Aber auch wenn ich das jetzt niederschieße, komme ich trotzdem rüber. Und die Brücke wird dann nicht einfach zusammenfallen, oder? Irgendwie, das ist ja nichts, obwohl ich das eigentlich genau treffen sollte. Merkwürdig, oder? Und der Raben auch noch, ja, dann kann ich nur von oben machen. Stefano Rab. Trotz seiner Taten in Midgard liegt Atreus noch etwas an dir. Ich weiß. Ich habe auch einen Sohn großgezogen. Es mag schwer zu glauben sein, aber er war Atreus in diesem Moment sehr ähnlich. Er verehrte seinen Vater, wollte seinen Erwartungen gerecht werden. Und er war ständig frustriert, dass er, egal was er tat, nie Anerkennung von ihm bekam. Er hat sich mir oft anvertraut, suchte den Trost, den sein Vater ihm verwehrte. Ob dein Sohn davon auch profitieren könnte? Er hat sich mit dem anderen Zwerg angefreundet, dem Bruder des Blauen. Oh. Na, wenn er Sindri dafür hat, braucht er mich wohl nicht mehr in seinem Leben haben. Das meinte ich damit nicht. Das war Sarkasmus. Geht mir noch nicht das? Hey. Ei. Wenn ich da nicht darüber komme, ist das ein bisschen schwer. Aber es muss irgendwie so funktionieren. Also warte. Ist einfacher von hier, oder? Soll ich nochmal hinstellen? War wohl nix. Jetzt glaube ich. Noch immer nix oder was? What the?
habe es noch immer nicht. Nö, noch immer nicht. Und jetzt. Yep. Das ist er. Perfekto. Für dich also passt. Oh, wieder Neppertini. Nochmal eins von 4W, Alter. Wie lange wird mein Leben noch sein? Es war, den Kopf zu verlieren. Was soll ich denn sagen, dass es gekitzelt hat? Ich bin nur neugierig. Wenn du Befriedigung aus meinem Schmerz ziehen willst, muss ich dich leider enttäuschen. Kratos war schnell und effektiv. Ah. Ich muss da rein. Oder halt. Ups. Also, dass ich da hinkomme, muss ich da zuerst daher. Also ich müsste da irgendwo anlegen oder hier irgendwo anlegen. Ja, ich habe kaum was gespürt. Schade. Yggdrasil. Ihr zwei. Gibt es noch mehr darüber zu erzählen, wie Freyr von der Nasenbande verbrannt wurde? Also. Offensichtlich überlebte er und nutzte die Gelegenheit zur Flucht. Doch ein solcher Affront machte einen Krieg unvermeidbar. Freyr war danach nicht mehr derselbe. Zumindest für eine Weile. Seine Sorglosigkeit verwandelte sich in Albträume, Verfolgungswahn und Wutausbrüche. Das entschuldigt nicht, was er bei seiner Hochzeit sagte. Aber ich verstehe, woher sein Groll kam. Also muss ich doch jeden lang. Die Mission vom Geist ist da links, sollte da irgendwo sein. Okay. Ob ich da irgendwo anlegen kann. Oh. Verfall der Göttin. Rätsel in der Frieden. Eine volle Kugel. In der Nähe müssen Sedre sein. Noch eine Truhe. Ah. War nicht so einfach, dieses Riesel hier. Na, oh, ich kann was werfen auch. Was denn? Das ist die Kugel? Sei vorsichtig. Wir wissen nicht, was sie macht. Glaubst du wirklich, sie lässt uns das verdammte Ding suchen, wenn es uns töten würde? Bring es hier rein. Warte mal, das eine kann ich ja abschießen. Das kann ich abschießen. Nicht so. Was? Das geht nicht. Okay.
Ja, oder so als Ding. Diese Glocken kann ich nur aktivieren, wenn ich auf die Gitter schieße. Also mit Explosionen von ihr. Deswegen ist das Ding, glaube ich, auch da. Ob das reicht? Glaube ich nämlich nicht. Säbelpfeile bringen hier nichts. So. Super. Ich sag mal, man kann das nur einmal läuten. Oder hätte können. Siegelpfeile bringen hier nichts. So. Was geht sich nie aus? Also die Dinger läute ich alle drauf einmal. Das hat keinen Sinn, weil dieses Ding nicht läuten kann. Dann müsste eins hier sein. Siegelpfeile bringen hier nichts. Naja, probieren kann man es ja mal. Ne. Aber es geht mit Explosionen. Aber nicht so, wie ich mir das vorstelle. Er ist nicht mal verbunden mit meinen. Aha. Wie groß kann ich denn das machen eigentlich? Ah, für eine Zeit, okay, verstehe. Mich einfach nur beeilen. So, das sehen wir mal so. Ah, Kack, das geht sich wieder nicht aus mit dem da. Siegelpfeile bringen hier nichts. Das ist blöd. Einzelne. Ich muss eins bis da. Ich muss das da raufschießen, glaube ich. Jetzt vielleicht. Bist denn du? Hey! Nehmen. Habe ich das nicht, das letzte nicht getroffen, okay. Oder? Nein! So wird's gehen. Okay. Jupp. Ist ein bisschen gedauert, aber geschafft.
Ja, nicht so easy, ne? Mehr Segelmarkierungen. Oh. Gunhilds Freunde können nicht mehr weit sein. Das heißt, wir haben hier die Kugel, die bringen wir zu ihr. Das ist ja okay. Warum gibt's denn da ein Wissenstruhe, ein Artefakt und ein Grab? Hier auch, genau dasselbe. Und ein vergabener Schatz sogar. Frage ist nur, wie soll ich denn. Oben wahrscheinlich. Schätze ich halt mal. Oder von der Seite. Das könnte nicht von der Seite auch sein. Dass ich da hinkomme. So, wir haben Lundas komplette Rüstung und ihre komische kleine Kugel. Bringen wir alles zu ihr? Hm, ja, ist von oben. Ah, oh, da gibt es ein paar von diesen Schleimis. Sicher auch noch einer irgendwo. So ein Versteckter, der nur wartet. Hey! Stefan, so rat. Zum Baum der Toten. Vielleicht sollten wir mal nachsehen. Hm? Nice, man muss nur genau schauen. Genau dahin, wo ich stehe, finde ich immer witzig. Warum kann er da nicht runter? Soll denn das zu finden? Aber jetzt. Eine stinknormale Kiste, habe ich das gemacht? Egal. Kiste ist Kiste. Freunde von Gun. Die sehen nicht mehr besonders freundlich aus. Oh, warte. Na toll. Eis und Feuer. Ah, da ist eine Kiste, wo wir vorbei geschwommen sind, mit dem Boot. Ab nach unten. Zwergstahl. Bist du fertig? Warte mal, bevor ich da jetzt weitergehe, da habe ich jetzt alles, oder? Das ist alles Sichtbare. Ja.
den Schwertern geht das auf, also mit dem Blade. Noch einer. Nein! Ja, da muss mich halt aufwecken. Ja, so eine Pflanze ist da auch noch. Und die kann man ja nur killen, wenn man die Wurzel killt. Das hat auch so ein Jumanji, vom ersten, allerersten Jumanji, wo diese Pflanzen auftaucht sind, die was aus auf Giftpfeile geschossen haben. Genauso schauen die irgendwie auch aus. Ja, das haben wir ja sind da gesehen. Da ist auch noch was. Deswegen immer öfters schauen, Kinder. Von Quasir dem Weisen. Oder besser gesagt, Quasir der Berauschte. Und genau, wirklich überall umschauen. In jede Ecke, jede Klippe, jede Höhle. Einfach alles. Hier los. Genau, wer fliegt dann, wenn ich da jetzt... Er hat mich in der Luftsetzung umgebracht, oder was? Okay. Muss ich jetzt auch wieder alles aufmachen? Nö. Aber, nein. Ja, die Dinger muss ich nochmal abschießen. Aber wo ich da wieder mit Stein wegen ist, das hat Augen gekostet. Ah, die sind auch tot. Okay. Okay. Nur die Pflanze muss man nochmal töten. Die ist aber anscheinend nicht viel. Ja, da lebt man. Jetzt glaube ich, dass der das abwehren kann. Dann also kann die Pflanze wieder raus. Ich wieder auftauen. Ja,
kann wirklich fast alles mit dem blöden Schild sogar alles abwehren. Oder dass er die Klinge abwehren kann, finde ich witzig. Mit normalem Schild, weißt du, wehrt er die Tausendblitz ab. Kann nicht sein. Wow, mein Leben. Seht ihr das? Da sehen wir jetzt. Ich wusste es. Und da unten ist dieses Ding zum Sprengen, oder? Na, wenn ich sehen würde. Wo genau? Und der Rabe. Was erfahren? Wir müssen irgendwie durch den Schutter kommen. Weiß ich selber auch. Von der Brücke wahrscheinlich. Zumindest ja, probieren wir es. Gibt's noch welche? Über dir! Ich soll die blöden Dinger meine Ulti einsetzen. Muss ich wieder leben, aber ein bisschen. Von der Brücke, sagt er. Das hätte ich auch. Von der Brücke geschaut, wenn es so wäre. Weiß schon. Ich weiß schon, wie ich das machen muss mit ihren Pfeile wieder. Daher. Siegelpfeile bringen hier nichts. Kann nicht durchschießen. Geht ja. Alle Interesse legen in dem Status Frost belegt. Wieder. Ah, was Größeres oder was ist das jetzt? Wie? Eine große Rune. Ja, die erste große Rune. Boah, das kostet fast alles von meinen EPs. Wie schaut's denn aus mit meinen Fähigkeiten? Das habe ich noch immer nicht gemacht. Obwohl ich es eigentlich einmal gemacht habe. Das habe ich noch gar nicht gemacht, ja, das stimmt. Frostlanze, das habe ich schon 9 Mal nur. Kommt schon öfters vor. So, das muss ich noch 11 Mal machen, dann bin ich auf Gold. Das hat sich schon was Neues. Das berechnet. Nein. Wie schaut's denn hier aus? Okay, das levelt schon langsam.
25. Das habe ich noch nicht oft gemacht, das stimmt. Mit R2. Achso. Ich muss sagen, wir ergänzen uns gut. Ich habe die Klugheit, Kratos die Muskeln und die Dame, Weisheit, Magie, Fähigkeit, dich über längere Zeit zu ertragen. Ich wollte sagen, Brutalität. Ist es getan? Sind sie tot? Es ist getan. Deine Freunde ruhen in Frieden. Gut. Und tut mir leid. Wäre ich hier gewesen, hätte ich das verhindert. Hältst du uns für Kleinkinder, die nichts allein entscheiden können? Nein, aber wir haben einen Fehler gemacht. Aber es war unsere Entscheidung. Du hättest nichts daran geändert. Auch hier nicht. Ich... Ja, du hast recht. Leb wohl, Gunhild. Leb wohl, meine Göttin. Leb wohl. Aber wir haben es geschafft. Kratos, danke, dass du meinem Volk geholfen hast. Habe ich nicht. Sie waren bereits tot. Doch. Ich mach das. Ah, das ist wieder so ein Svartalfheim-Ding. Wo ich schon. Da habe ich 2 von 3. Cool. Verstehe ich auch, wie das gemeint ist mit dem Set. Hast du. Du hast ihren Geistern Frieden mit meinem Leben. Ich bin erleichtert. Habe ich, ja. Genieß es. Es wird nicht anhalten. Du hast recht. Es gibt bestimmt noch weitere verdorbene Schwestern in den Welten. Du sorgst wirklich immer für ein fröhliches Ende, Bruder. Lunda. Gut, an die Arbeit. Hier. Oh, schön. Vielen Dank. Helka will diese Kugel schon den ganzen Winter zurückhaben. Also, war ein Spielzeug, ne? So, wenn ihr jetzt den Rest meines Rüstungssets da draußen findet, repariere ich es für euch. Sogar ohne Bezahlung. Oh, eigentlich kann das jeder Zwerg. Ich dachte aber, wenn ihr das wüsstet, würdet ihr mir meine Kugel nicht bringen. Egal. Gut, dass du so vorsichtig warst, Bruder. Sei still. Er hat recht. Zeig Respekt. Das Quietsche-Ding hätte unser aller Tod sein können. Und das war es auch fast. Lach nicht. Das fällt mir schwer, Bruder. Versuch's. Schon gut. Schon gut. Ja, nehm es oder nehm es, ja. Hätte ich auch gerne. Probieren wir es mal, schauen wir, wie die Rüstung ausschaut, wenn sie nichts kostet. Damit bleiben alle deine Teile an den richtigen Stellen. Liegt gut an. Das erste ist jetzt silberne Rüstung. Verdammt, bin ich gut oder was? Darin wirst du nicht mal einen Kratzer abbekommen. Asgarder Baren, um sie zum Leveln. Ja. Soll es was Besonderes sein? Brauche ich eh nichts, oder? Nein. Mal angucken. Na okay, ist jetzt nicht die schönste Rüstung, eigentlich. Aber, ja, sie ist stark, sie ist Level 5, deswegen nehme ich's. Sie sind eigentlich die Fähigkeit von der Rüstung. Angriff, bloßen Händen, Paraden und Blocks haben eine Glückschance, die Chance zu verursachen, eher zu vergiften. Ah, okay, cool. Naja, lassen wir's. Und jetzt müssen wir noch die Mission machen. Also nochmal da reinschwimmen. Zur Göttin. Und dann sollten, ja, und dann da auch noch. Müsste ich auch noch machen. Nicht vergessen. Derweil geht es noch nicht, wir müssen dann zurück, weil wir da ja noch das die Fähigkeit nicht haben oder was auch immer das ist. Dann geht's, wenn wir das fertig haben, geht's zurück in die Zwergenwelt. Und da gibt es auch noch ein paar Türen, die was ich mit den neuen Meißel aufmachen kann. So, aber das machen wir im nächsten Video. Bis gleich, meine Freunde.